Hallo lieber Konstantin, nach der Geburt wurde meinem Kind Vitamin K appliziert. Leider wurde ich darüber gar nicht aufgeklärt, weiß weder wofür das nötig ist, noch ob das so richtig war. Kannst du dazu etwas sagen? Kann ich, und damit herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um das Vitamin K. Und bevor ich auf diese Frage zurückkomme, ob das so richtig war und wofür dieses Vitamin K eigentlich gegeben wurde, dröseln wir doch einmal auf, was Vitamin K eigentlich genau ist. Vitamin K ist, wie der Name schon suggeriert, ein Vitamin, und zwar eines der fettlöslichen. So viele fettlösliche Vitamine gibt es gar nicht. Ich habe mir das früher im Studium immer mit EDK gemerkt, denn es sind die Vitamine E, D, K und A. Und Vitamin K ist, wie gesagt, eines der fettlöslichen Vitamine. Das heißt, die können sehr gut oder fast nur resorbiert werden von unserem Darm, wenn Fett mit im Spiel ist. Vitamin K wird unterteilt in ein Vitamin K1 und ein Vitamin K2. Die haben auch noch chemische Namen. Die lassen wir jetzt aber mal außen vor. Die brauchen wir jetzt erstmal uns nicht merken. Das Vitamin K1 ist also wirklich ein Vitamin, was man über die Nahrung aufnehmen soll. Vor allen Dingen im grünen Blattgemüse zum Beispiel ist Vitamin K1 sehr, sehr viel drin. Dieses Vitamin K2 können wir auch selbst herstellen, beziehungsweise nicht wir selbst, so gut sind wir nicht, sondern unsere Darmbakterien. Die können Vitamin K2 herstellen. Beide sind aktiv im menschlichen Körper, aber dem Vitamin K2 sagt man nach, dass es das Aktivere von beiden ist. Vitamin K wird vom Darm aufgenommen, geht dann über die Blutbahn zur Leber, und da beginnt dann erst richtig der Stress für Vitamin K, denn da hat es ganz, ganz viele Aufgaben bezüglich auch unserer Blutgerinnung. Vitamin K ist ein unerlässlicher Kofaktor bei der Aktivierung vieler, vieler Gerinnungsfaktoren. Das heißt, wenn du dich irgendwo stößt und blutest, dann muss die Blutgerinnung ran, und da ist Vitamin K eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Hat man kein Vitamin K, können diese Gerinnungsfaktoren eben nicht aktiviert werden. Das heißt, deine Gerinnung ist schlechter und du blutest länger. Und das ist auch der Grund, kommen wir gleich noch zu, warum man das den Kindern gibt. Vitamin K wird immer ein bisschen reduziert auf diese Blutgerinnungsaufgabe, aber es hat einfach noch viel, viel mehr Funktionen. Zum Beispiel hemmt es den Knochenabbau. Wenn jetzt die Frau in den Wechseljahren ist und so langsam die Osteoporose sich einschleicht, dann kann Vitamin K helfen, eben das ein bisschen hinauszuzögern. Außerdem verhindert es irgendwelche Ablagerungen, zum Beispiel in den Gefäßen oder auch in Organen. Auch da ist Vitamin K ganz, ganz wichtig. Und Vitamin K ist ein unerlässlicher Kofaktor bei der Reparatur unserer DNA. Also es wirkt auch auf der ganz kleinen Ebene, ganz, ganz wichtig, DNA-Reparaturmechanismen, die wir tagtäglich millionenfach durchführen, ohne dass wir es merken. Dabei ist Vitamin K auch unerlässlich. Der Tagesbedarf an Vitamin K, das heißt die Menge an Vitamin K, die du am Tag zu dir nehmen musst, damit diese ganzen Aufgaben von Vitamin K auch erfüllt werden können, ist vom Alter abhängig. Beim Säugling sind es so um die 4 Mikrogramm, also ziemlich übersichtlich. Und beim erwachsenen Menschen, sagen wir mal von 25 Jahren, sind das so 70 Mikrogramm im Schnitt. Es variiert tatsächlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, gibt es da Unterschiede. Und natürlich, das darf man nie vergessen, interindividuelle Unterschiede. Jeder Mensch ist anders, und so ist auch der Tagesbedarf bei diesen Angaben nur so eine grobe Schätzrichtung. Aber 4 Mikrogramm für Säuglinge können wir mal im Hinterkopf behalten, denn ich erzähle euch auch noch gleich, wie hoch die Konzentration eigentlich ist, was die Kinder nach der Geburt an Vitamin K so bekommen. Und jetzt kommt ein lustiger Fakt, wo sich jeder mal so ein bisschen Gedanken machen kann, woran das denn liegen könnte. Und wenn man sich mit diesem Thema Vitamin K auseinandersetzt, dann ist das fast ja eine philosophische Frage, denn die Muttermilch, die menschliche Muttermilch, enthält super wenig Vitamin K. Andere Säugetiere, zum Beispiel die Kuhmilch, enthält viel, viel, viel mehr Vitamin K. Das heißt, irgendwo an der Evolution haben wir eine Abzweigung genommen, wo wir kein Vitamin K mehr für die Säuglinge bereitstellen im Sinne von der Muttermilch. Andere Lebewesen, andere Säugetiere machen das. Ja, und das ist die Frage. Ist das jetzt ein Fehler der Natur, ein Fehler der Evolution? Sind wir irgendwo falsch abgebogen? Oder hat es vielleicht doch einen Sinn, einen Hintergrund, warum das so ist? Warum wir einfach wenig Vitamin K haben? Und wir müssen den Gedanken noch weiter spinnen. Denn die Säuglingsleber, das heißt diese klitzekleine Leber, ist noch von der Funktion nicht ganz ausgereift. Die können selber noch nicht so wirklich viel Vitamin K produzieren. Und es geht noch weiter. Wir haben ja noch irgendwo im Hinterkopf, dass der Darm ja von den Darmbakterien auch Vitamin K produzieren. Aber die Darmflora von so einem Neugeborenen ist auch noch nicht ganz ausgereift. Das heißt, auch daher können wir nicht Vitamin K produzieren, wenn wir auf die Welt kommen.
Warum ist das alles so? Und das ist eine große philosophische Frage, zu der es heute auch noch keine definitive Antwort gibt. Wir wissen nur, es ist so. Wir haben von Geburt aus wenig Vitamin K und das können wir erst im Laufe der nächsten Monate und Jahre auffüllen, sodass die Funktion wirklich gut gewährleistet ist. Und jetzt kommen wir langsam zum Punkt, warum die Kinder Vitamin K bekommen. Und wir schlagen dann nochmal die Brücke zurück zu der Funktion von diesem Vitamin K und vor allen Dingen diese Hauptfunktion mit dieser Blutgerinnung. Wenn man also zu wenig Vitamin K hat, hat man logischerweise auch eine gewisse Blutungsneigung. Das leuchtet, glaube ich, ein. Und da hat man Ende des 19. Jahrhunderts herausgefunden, dass manche Kinder an inneren Blutungen sterben, einer Hirnblutung, einer Darmblutung oder Blutung an anderen Organen. Man wusste nicht so wirklich, warum. Und dann hat irgendein schlauer Mensch mal herausgefunden, dass es dieses Vitamin K mit all den Aufgaben gibt. Und dann wurde irgendwann auch in den 1960er Jahren in Amerika so langsam diese Vitamin K-Prophylaxe etabliert. Und die gibt es quasi bis heute in einer bisschen veränderten Form. Und diese bisschen veränderte Form, das will ich nur als Nebensatz erwähnt haben, ist auch länderspezifisch. In Holland machen sie es anders als in Deutschland, machen sie es anders als in der Schweiz, in Österreich. Es gibt also, obwohl die ganzen Nachbarländer hier so eng benachbart sind, Unterschiede auch in der Vitamin-K-Applikationen. Aber was fast alle machen, ist, sie geben Vitamin K, um eben diese Blutungsneigungen bei Kindern in den ersten Lebensmonaten zu verhindern. Und jetzt fragt ihr euch, ja, wie wahrscheinlich ist das denn eigentlich? Man sagt, dass 1 von 30.000 Kindern so eine Hirnblutung oder eine andere Blutung hat. Das heißt, ein Kind von 30.000 Kindern hat man mit so einer Vitamin K-Prophylaxe dann gerettet. Und das ist natürlich auch die große Kritik, die Vitamin K natürlich so ein bisschen erfährt, denn da sagt man sich, oh, das ist ja so unwahrscheinlich, aber warum macht man das überhaupt? Die Frage ist natürlich, wie würde sich die Zahl verändern, wenn man diese Vitamin K-Prophylaxe nicht mehr geben würde? Da würde mit Sicherheit der ein oder andere Fall mehr auftauchen. Und jetzt kommen wir auch schon so langsam zur Quintessenz dieses ganzen Vitamin K-Prophylaxe-Themas. Die Eltern müssen unterm Strich selbst entscheiden, ob sie ihrem Kind jetzt Vitamin K geben oder eben nicht. Und dazu gehört eben auch eine gute Aufklärung, dass man diese Zahlen im Hinterkopf hat, dass man die Risiken auch im Hinterkopf hat. Und da muss man halt entscheiden, ob es das einem wert ist oder ob man das Risiko eingeht oder eben nicht. Ein anderes absolutes philosophisches Thema, beziehungsweise gar nicht mal so philosophisch, sondern auch medizinisch, ist, wie viel Vitamin K geben wir denn den Kindern? Wir hier in Deutschland geben zum Beispiel 2 Milligramm. Das ist einmal direkt nach der Geburt in Form eines Öles. Das Öl hat wieder den Vorteil, ja, fettlöslich, wir wissen es wieder, dass das besser resorbiert wird. Dann gibt man es einmal bei der U2, das macht dann der Kinderarzt, und bei der U3. 3 mal 2 Milligramm Vitamin K ist deutscher Standard und ist auch in dieser Leitlinie nachzuvollziehen. Und da stehen auch ganz, ganz viele Studien mit bei, wo man sich eben ein bisschen belesen kann, was auch die Toxizität geht. Denn das ist ein anderes Thema. Man hat früher gesehen, dass so eine hochdosierte intramuskuläre Gabe auch ein gewisses Risiko birgt bei einer Entartung im Sinne von einer Krebserkrankung. Das wird immer wieder in Foren auch diskutiert und kursiert auch immer wieder. Das hat man gesehen bei den hochdosierten Gaben. Intramuskulär, die ist heutzutage ganz, 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 ganz selten noch gibt. Ich habe es noch nie gehört, dass es irgendwo in Deutschland so praktiziert wird. Dadurch, dass diese orale Alternative jetzt da ist, gibt es eigentlich diese intramuskulären Geschichten nicht mehr. Da steht aber auch wirklich die Daten zu da, dass man sich einmal einfach gut belesen kann. Und das ist eine sogenannte S2-Leitlinie. Das heißt, das höchste wissenschaftliche Gut, was wir heutzutage haben. Und daran orientieren sich Ärzte und auch wir. Und da muss man sich natürlich überlegen, gut, wenn das jetzt seit Jahren so etabliert ist, durch wissenschaftliche Daten und Studien belegt ist, dass es auf jeden Fall diese und diese Wahrscheinlichkeit minimiert, eben so eine Hirnblutung oder eine Darmblutung beim Kind zu verursachen. Da muss man sich selber überlegen, ob man dem traut, zustimmt und das auch nachvollziehen kann oder ob man sagt, das ist alles Hokuspokus, was die ganzen schlauen Menschen schreiben, ich mach's nicht. Das ist tatsächlich euch überlassen, da werde ich auch keine Empfehlung hier aussprechen, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Wir haben noch im Hinterkopf 4 Mikrogramm, ist der Tagesbedarf eines Säuglings und wir geben jetzt 2 Milligramm, 3 mal, das scheint ein bisschen viel zu sein. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das so ein bisschen stufenweise zu erhöhen oder ein bisschen niedriger dosiert über einen längeren Zeitraum zu geben. Da gibt es noch keine klaren Daten zu, ob das jetzt besser verträglich ist, ob man dadurch das Blutungsrisiko eben doch ein bisschen mehr in Kauf nimmt, weil man zu wenig dosiert. Man hat nur gesehen, dass diese hochdosierte Gabe dieses Risiko von Blutungen extrem minimiert, geradezu gen Null.
Und was man auch wissen soll, es ist auch ein Unterschied zwischen gestillten Kindern und eben Flaschenkindern. Denn in der Milch, haben wir ja gehört, ist weniger Vitamin K drin. In solchen Nahrungen, in solchen Pränahrungen zum Beispiel, ist Vitamin K substituiert, relativ hochdosiert. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal irgendwie woanders drauf achten. Was jetzt um Gottes Willen nicht heißen soll, dass Stillen schlecht ist. Ganz im Gegenteil, Stillen ist das Beste, was so ein Kind überhaupt widerfahren kann. Und wir erinnern uns auch an unsere erste philosophische Frage, ist es vielleicht nicht auch doch so gewollt, dass ein bisschen weniger Vitamin K in der Muttermilch drin ist. Also das heißt nicht, dass ihr jetzt abstillen sollt und Flasche geben sollt, sondern einfach nur im Hinterkopf behalten sollt. Ja, in Flaschennahrung ist schon relativ viel Vitamin K drin. Es ist ein super viel und auch vor allen Dingen ambivalent betrachtetes Thema, diese Vitamin K-Prophylaxe. Es steht fest in unseren Leitlinien drin. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Und wen es interessiert, wie gesagt, die ganzen Studien haben so Leitlinien natürlich auch aufgeführt. Ich verlinke euch die Leitlinie hier unten. Aber ihr dürft euch selbst und frei entscheiden. Es darf euch keiner zwingen, beziehungsweise noch weniger das Kind zwingen, da diese Vitamin-K-Prophylaxe zu machen. Aber es ist eine wichtige Entscheidung, die gut durchdacht und gut recherchiert werden sollte und nicht aufgrund einer Aussage aus irgendwelchen Foren jetzt fälschlicherweise irgendwie und vorschnell getroffen werden sollte. Informiert euch gut, das habt ihr mit diesem Video schon auf jeden Fall getan und trefft die richtige Entscheidung. Bis zum nächsten Video. Ciao.